Andere ist, mit der Aktienrente nochmal einen Zusatz zu schaffen mit der Versicherung. Und weil es gerade einer im Chat schreibt, ja, unter Kohl ist das Rentenniveau auch schon immer weiter abgesackt. Aber Gerhard Schröder, der hat dann die Rente richtig zusammengekürzt, damit immer mehr Leute sich diese Riester-Verträge kaufen, die vor allem die private Versicherungsindustrie reich machen. Aber was tatsächlich der Hauptpunkt ist, an dem wir ran müssen, ist die Frage, wie viele Menschen zahlen ein? Und wer profitiert am Ende von dem, was angezahlt wird? Denn wir haben ja ein Riesenproblem in diesem Land, und das ist demografischer Wandel. Das heißt, wir haben eine Entwicklung, wo der Anteil von denen, der in Rente ist, immer größer wird, der Anteil von denen, die immer einzeln immer kleiner. Das heißt, die Frage von Erwerb... Was überhaupt kein Problem ist. Das reale Bruttoinlandsprodukt, das ist, also jetzt, die kommt von der Grünen Ricarda Lang, jetzt schon wieder diese neoliberale Erzählung. Die Rente wird knapp, wir brauchen wahrscheinlich Zuwanderung. Wir hören uns das gleich noch an, aber... Erstmal zu den Fakten, das ist überhaupt kein Problem. Die reale Wirtschaftsleistung ist in Deutschland die letzten 100 Jahre immer stärker gestiegen als die Zahl der Rentner. Die Finanzierung der Rente war nie irgendein Problem. Also ein Problem war es, als in den beiden Weltkriegen viele Aktienportfolios entwertet wurden, als durch die Hyperinflation in der Weimarer Republik viele Anleihen wertlos geworden wären. Kapitalgedeckte Altersanlage, die war ein Problem. Aber unsere gesetzliche Rente, die war immer sicher. Und hätten wir die vor 1957 schon gehabt, in der heutigen Form, dann wäre die Rente sogar besser durch die Weltkriege gekommen, als sie gekommen ist. Also das wäre alles gegangen. Also das ist ziemlich hohle Propaganda, die jetzt schon in den letzten Jahrzehnten immer gefahren wurde, an der aber überhaupt nichts dran ist. Solange das Bruttoinlandsprodukt stärker wächst als die Zahl der Rentner, bedeutet, ist die Finanzierung der Rente nur ein Verteilungskonflikt zusätzlichen Einkommens. Und zusätzliches Einkommen, das kann man relativ leicht zu den Rentnern umverteilen. Das ist überhaupt kein Problem. Da muss man nämlich niemandem etwas wegnehmen, sondern man sagt einfach von dem, was wir sowieso mehr haben an dem volkswirtschaftlichen Kuchen, der jedes Jahr wächst, davon geben wir jetzt einen etwas größeren Teil in den Renten. Die nehmen aber niemandem etwas weg. Und das ist die Situation, die wir in den letzten Jahrzehnten immer hatten und die wir in den nächsten Jahrzehnten bei einer vernünftigen makroökonomischen Politik, also einer gegenteiligen Politik zu der, die die Ampel gerade betreibt, auch haben würden. Also wir müssten für Wachstum sorgen in den nächsten Jahrzehnten, dann von diesem wachsenden Bruttoinlandsprodukt genug an die Rentner umverteilen, beispielsweise durch einen steigenden Bundeszuschuss. Die steigenden Rentenausgaben, die lassen sich finanzieren. Das ist überhaupt kein Problem. Erwerbsarbeit und dann natürlich auch, wie viel verdienen diese Leute. Das ist die Hauptfrage bei der Stabilität der Rente. Und natürlich muss man dann auch über konkrete Unterstützung sprechen. Wird gerne zum Schluss nochmal, Frau Lang, viele dieser Themen. Ja, wenn die Geburtenrate steigen würde, Sturmraum beschreibt es gerade, dann würde sich das tatsächlich auch entspannen, aber halt erst in 20 Jahren, wenn die Leute, die jetzt geboren werden, in Arbeit kommen. Aber grundsätzlich wäre das auch eine Maßnahme gewesen, die hätte man vor 20 Jahren ergreifen können. Das hätte wahrscheinlich viel, viel mehr genutzt als die Riester-Rente. Ich meine, die Riester-Rente hat nur Schaden angerichtet. Da wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn man von dem Geld, wenn man das Geld in, keine Ahnung, Sozialleistungen für Familien gesteckt hätte beispielsweise. Über die wir gerade sprechen. Und die oder Erhöhung des Kinderfreibetrags, Erhöhung des Kindergelds, ich meine, erkennt ihr alle. Wie die Leute zu Recht beklagen, sind geerbte Themen. Die haben sie gar nicht sozusagen zu verantworten, letzten Endes. Aber sie müssen jetzt damit umgehen. Und deswegen finde ich immer, das muss man auch mit erwähnen, das ist auch wichtig, das klarzuziehen. Aber sie hätten dennoch die Chance, jetzt, wo sie doch im Amt sind und in Verantwortung sind, hätten sie die Chance, viele Dinge zu verändern. Können Sie nachvollziehen, dass manches, auch das ein oder andere, was wir gerade diskutiert haben, auch gerade in Ihrer Partei wahnsinnig abgehoben wirkt. Und die Leute da unten das Gefühl haben, die verstehen uns gar nicht mehr. Das ist das Gefühl, das gerade die Bauern auf die Straße getrieben hat und vieles, vieles mehr. Die verstehen zum Beispiel nicht, warum wir so viel Geld für Migration ausgeben, aber die eine Milliarde, die da jetzt unbedingt gekürzt werden muss, die haben wir dann nicht mehr da in diesem Bundeshaushalt. Können Sie das nachvollziehen? Dass das abgehoben wirkt. Noch einmal ganz kurz zu diesem Migrationsthema, weil ich finde tatsächlich, der Zusammenhang, der hier zwischen Migration und Wirtschaft aufgemacht wird, ist kein richtiger. Wir werden in den nächsten Jahren übrigens, selbst wenn wir es hinbekommen mit den Jugendlichen, die bisher ohne Schulabschluss die Schule verlassen, werden wir ein massives wirtschaftliches anderes Problem Thema. Haben, wenn wir es nicht schaffen, dass Menschen hierher kommen, anderes die Thema. Arbeiten. Bullshit. Wie gesagt, 2,6 Millionen Arbeitslose, 800.000 offene Stellen. Wir haben kein Problem mit zu wenig Zuwanderung. Wir haben ein Problem mit zu wenig Arbeitsmöglichkeiten. Der Staat muss endlich mehr Beschäftigung schaffen. Der Staat könnte auch die Steuern senken, dass die Privatwirtschaft mehr Beschäftigung schafft. Aber die Grünen machen ja gerade das Gegenteil. Also Grüne, SPD und FDP zusammen, alle drei Parteien. Die erhöhen ja gerade die Steuern auf Agrardiesel oder auf die Gastronomie, auf
CO2-Steuer oder auf Gas, auf Fernwärme. Also die Steuern werden ja gerade an allen Ecken und Enden erhöht. Investitionen in sinnvolle Arten von Migration und auch die Arbeitsmarktintegration von Menschen, die jetzt schon hergekommen sind, sind am Ende ein Stabilitätsfaktor für unsere Wirtschaft, wenn wir es richtig machen, wenn wir es realistisch machen und ja, wenn wir es auch kontrolliert machen. Das finde ich keine Frage. Ja. Aber zu der Frage, die Sie gerade gestellt haben, ich glaube tatsächlich, dass wir manchmal eine Tendenz haben, ins Technokratische zu verfallen. In dem Moment, wo man das haben wir gemerkt bei der Debatte ums Gebäudeenergiegesetz. Ja, ich kann das ganz offen über mich ganz persönlich sagen. Da war man in einem Verteidigungsmodus, wollte das irgendwie erklären. Und dann wird es unfassbar technokratisch. Und da stehen Leute, die haben reale Ängste, die haben reale Sorgen. Was passiert eigentlich in meinem Keller? Wie kann ich mir das eigentlich leisten? Und dann kommen wir und erklären ihnen im kleinsten Detail, wie das alles technisch geht. Da entsteht ein Mismatch. Und da erklären Sie eben nicht. Sie sagen, die Häuser, die müssen gedämmt werden und ihr baut euch eine schöne Wärmepumpe ein, Gasheizung, die wir bis gestern noch, von denen wir wollten, dass sie eingebaut werden. Denn Gas ist ja klimafreundlicher als Kohle, beziehungsweise klimafreundlicher als Erdöl. Das ist ja gut, wenn sich mehr Leute eine Gasheizung einbauen. Das nehmt ihr jetzt bitte nicht mehr, das ist ja böses Putin-Gas. Also das ist ja nicht Technokratie, das ist ständiges Wechseln von politischen Vorschlägen. Also das, es ist eine ziemlich seltsame Selbstwahrnehmung hier. Entsteht dann, glaube ich, auch ein Vertrauensverlust in Politik. Und das war es, was ich vorher mit Emotionen meinte. Das ist kein Ablenkungsmoment, sondern dabei geht es für mich darum, zu sagen, an der Lebensrealität der Menschen, und die ist auch eine emotionale, die ist nicht immer nur rational, die ist nicht immer durch Zahlen getrieben, sondern an dieser Lebensrealität anzuknüpfen. Jetzt weiß ich, wie sie uns das was sie uns erklären will. Die Bürger, die sind dumm und ungebildet und wir Politiker, wir wissen, wie es richtig geht. Wir erklären das den Bürgern, aber die sind leider zu emotional, um das zu verstehen. Ich glaube, das ist der Grund, warum so viele Menschen was gegen die Grünen haben. Ich meine, das ist ja auch ein unglaubliches Zeichen politischer Weisheit, in der Rezession die Steuern zu erhöhen beispielsweise. Oder uns von unserem wichtigsten Energielieferanten abzuschneiden. Oder überall in der Welt zu zünden und Konflikte zu beginnen. Das ist alles Zeichen davon, dass man Politik im nationalen Interesse macht. Also ich weiß gar nicht, warum da so viele Menschen was gegen die Grünen haben.